So, ich darf euch die nächste Gruppe vorstellen mit der Katalognummer 25. Stocker, Vacco del Rione Antico, ein in Italien gezüchteter Vaterrüde in Front. Auf geht's und euer Applaus! Erneuter Aufruf für den französischen Fahrzeughalter mit dem Kennzeichen BP284LN. Das ist auch hiermit der letzte Aufruf, ansonsten wird der Hund von uns aus dem Fahrzeug geholt. The following vehicle owner should be please come to his car. France BP284LN. This is the last call. If you don't come, we will get the dog out of the car. Yeah.
Der Vacon Rione Antico stellt seine dritte Gruppe vor. Der Vater ist in Front. Die Gruppe entstammt einem Deckzeitraum von 38 Monaten. Insgesamt werden 20 Hunde vorgestellt, 8 Rüden und 12 Hündinnen. Davon werden 10 Hunde in der Gebrauchsklasse vorgeführt. Bei guter Einheitlichkeit und Typtreue zum Vater bewegen sich die Hunde im oberen Größenrahmen, sind allerdings immer noch standardgeregt. Sie überzeugen durch ihren Ausdruck und haben überwiegend eine sehr gute Pigmentierung. Die Mehrzahl der Hunde hat sehr kräftige Köpfe mit dunklen Augen und festen Ohren. Bei guter Knochenkraft zeigen sie sehr gute Gebäudeverhältnisse. Die Widerrissbildung ist nicht zu beanstanden. In Einzelfällen wird der Rücken etwas gespannt. Die Kruppe sollte teilweise länger sein und weniger geneigt. Gute Vor-, sehr gute Hinterhandwinklung bei fester Gelenkbildung zeigen die Tiere flüssigen, harmonischen Bewegungsablauf mit kraftvollem Nachschub. In Einzelfällen darf der Vortritt noch etwas freier sein. Die Trittfolge hinten ist vereinzelt eng. Insgesamt zeichnet sich die Gruppe aus durch intensive Pigmentierung, Ausdruck und Geprägestärke. Die Röntgenquote beträgt 50%. Vacheron presents a third tracking group, consists of 20 registered dogs, 8 males and 12 females. 10 of the dogs are inscribed in working classes. The father is leading the group. The group results out of a mating period of 38 months. The dogs have good uniformity and a good fidelity type to the father. They are on the utmost size limit, but they're within the standard. They're expressive. Most of them have very good pigmentation. The majority of the dogs have very strong heads with dark eyes and firm ears. They have strong bones and good anatomical proportions. There are no complaints about the withers. The croup should be in some cases longer and less steep. They have good forehand angulations and very good hindquarter angulations, and the joints are firm. The dogs show harmonic and fluid movement with a powerful expansive gait. In some cases the forward reach should be a little bit more free. Some of the dogs show narrow hind steps. The group stands out with the intense pigmentation, expression and substance. 40% of his progeny have been diagnosed with PhD. Liebe Schäferhundfreunde, bevor wir gleich die letzten Nachkommengruppen sehen, möchte ich Sie herzlich einladen, mit uns gemeinsam zum gemütlichen Beisammensein im Festzelt draußen auf dem Zeppelinfeld. Dort soll es ungefähr um 19.30 Uhr losgehen. Und vielleicht haben Sie Lust daran, ich würde mich sehr freuen und meine Vorstandskollegen auch, wenn wir einfach gemeinsam ein bisschen zusammensitzen und ein bisschen über unseren deutschen Schäferhund uns austauschen. Dankeschön.